Fritz Kalkbrenner ist wieder zurück. Mit dem 6. Album True Colors geht er seinen Weg konstant weiter. Man kennt die Stimme. Aber wer ist die Person dahinter und wie hat das alles bei ihm musikalisch angefangen? Musikalische Erziehung, die ich und mein Bruder genossen haben, höchstwahrscheinlich Eigenerziehung. Paul wurde mit 12 zum Trompetenunterricht genötigt, weil das so eine unerfolgreiche Geschichte war, glaube ich, ist es dann bei mir ganz ausgelassen worden. Er wuchs auf in Berlin, geboren in der DDR, Teenager zur Wendezeit. Wie steht es bei ihm mit Ostalgie, 30 Jahre nach dem Mauerfall? In die Stadt meiner Geburt kann ich nicht hingehen. Nie mehr, nie wieder. Die Vorteile liegen ja natürlich auf der Hand. Also, wie gesagt, ein Leben ohne Freiheit oder ein Leben mit Freiheit, das ist ganz klar. Meine elektronische Musikkarriere, glaube ich, hätte nicht stattgefunden. Bevor er sich in der pulsierenden Berliner Musikszene einen Namen machte, traf er jedoch eine gravierende Entscheidung für sein weiteres Leben. Ich habe ja mit 17 die weise Idee gehabt, die Schule abbrechen zu wollen, weil ich das für eine gute Idee gehalten habe. Da hing der Haussegen auf jeden Fall sehr schief. Aber die Musik hat ihn nie losgelassen. Er fand seine Berufung neben der Musik und trat in die Fußstapfen seiner Eltern. Und hab dann schon früh angefangen, klinkenputzartig quasi den Beruf des freien Journalisten zu verfolgen. Aber so mit ganzem Herzen, so wie es einige Kollegen waren, war es bei mir es dann doch nicht. Daylight is falling. Es folgten musikalisch wie beruflich Höhen und Tiefen. Unterm Strich war das auch manchmal, also gab es auch einfach nur schlechte Zeiten und die musste man dann irgendwie da drumherum kommen. Also aussitzen, weiß nicht, ist eigentlich noch zu knapp gesagt. Der Durchbruch im Jahr 2008 kam unerwartet, unverhofft und eher zufällig mit Sky and Sand, einer Zusammenarbeit mit seinem Bruder Paul. Ich habe zu der Zeit für meine damalige Freundin zum Geburtstag die Nummer geschrieben. Also habe ich es bei Paul aufgenommen und der hat mich dann zwei Tage später angerufen und gesagt, die Vogelspuren, die du hier gelassen hast für deine Version und so, ich habe mit der noch ein bisschen rumgebastelt. Komm mal bitte schnell her, hier ist was, hier kocht gerade was hoch. Paul wurde vom Berater zum Darsteller des Films und Komponisten des Soundtracks. Der Film wurde ein Erfolg und der Titeltrack blieb 129 Wochen in den deutschen Charts. Damit schrieben Paul und Fritz Geschichte. Denn nach Whams Dauerohrwurm Last Christmas ist das heute noch die Single mit der meisten Verweildauer in den deutschen Charts. Ist dann dementsprechend auch in Verhältnissen abgehoben. Statt sich zurückzulehnen und sich auf dem Erfolg auszuruhen, ging es für Fritz jetzt erst richtig los. Ja, na klar, dann hat man auf einmal so dolle Rückenwind und und nutzt den dann. So, und dann ist man fleißig. Nach 6 Studioalben, wovon 3 die Top 10 der deutschen Charts erreichten, 3 goldenen Schallplatten sowie einer Echo-Nominierung und unzähligen Live-Auftritten und Touren durch die Welt, denkt Fritz noch lange nicht ans Aufhören. Was treibt ihn immer noch an? Das Musikmachen an sich, also das ist dieses kleine Fünkchen oder Flämmchen, was man da so im Brustkorb hat, dass man einfach das gerne sagt. Hier, man fängt irgendwie um 10 im Studio an und dann so, oh, es ist schon 8 Uhr Abend. Man macht das einfach gerne. Mit dieser Einstellung wird es in absehbarer Zeit noch viel Musik geben. Jetzt auch mit eigenem Label, Nasua Music. Wenn man dann so überlegt, man möchte auch mal wieder Musik machen und die auch wieder veröffentlichen, braucht man schlichtweg eine rechtliche Plattform. Also deswegen, glaube ich, ist jetzt Nasua, würde ich jetzt erstmal als eher, man verstehe es als eine rechtliche Veröffentlichungsplattform, als eher denn ein Label. Das wird sich dann noch entwickeln. Wie sehen denn die Pläne für die Zukunft aus? Angeblich kann man ja nur 8 Monate in die Zukunft sehen, so dass es sinnhaft ist. Von daher gibt es jetzt erstmal die Tour, die Festivalsaison und mit ein bisschen Glück gibt es dann die zweite Hälfte von der Tour. Aber weiter, glaube ich, will ich jetzt auch gar nicht in die Zukunft gucken.